Meine lieben Himmelsrandbewohner, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück. Es geht weiter. Und ich habe in der letzten Folge ja gesagt, wir wollen uns heute mal die Nebelwacht ein bisschen angucken. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet, aber wir werden es herausfinden, denn wir gehen da jetzt rein und gucken mal, was hier so Schönes passiert. So, da oben steht jemand und ich glaube, die werden uns gleich angreifen. Wir hören nicht weiter. Ja. Sofern ihr nicht hier seid, um ein Lösegeld zu bezahlen. Hier drüben! Ja, Nebelwachtbandit. Ja. Bong. Oh, die sind aber ziemlich stark. Da müssen wir mal eben gucken. Haben wir noch Heilung? Ich glaube, die haben wir letztes Mal so ziemlich verbraucht, ne? Okay, ich zieh mich mal zurück. Ich werde euch töten. Ich schätze, die Luft ist dran. Ja. Das hat nicht geklappt. Gut, da muss ich mein Dedra mit reinnehmen. Wie kann ich euch dienen, Zuhörer? Oh, warte mal. Objekte, Waffen. Wo ist es? Da. Huch. So, den Dedra schicken wir da jetzt rein. Genau. Und ich werde nochmal eben meinen Schrei wieder ändern. Denn ich mag den Feueratem. So. So, das gibt heiße Füße. Ja, das macht ihr gut. Sehr schön. Huch. Ich zeige euch, wie man richtig kämpft. Mögen euch die Götter verdammen. Hilfe. Oh, hier ist ja was los. Okay, warte mal. Kann ich vielleicht Zerstörung? Feuerblitz. Feuerrune. Nee, ich nehme, glaube ich, den hier. Nee, so haben wir nicht gewettet. Nein! Oh, Kacke! Sind die denn so stark? Habt ihr das gesehen, ey? Die schnetzeln uns hier voll weg. Das gibt's ja gar nicht. Ja, Zuhörer. Wie kann ich euch dienen? Okay. Dann machen wir das nochmal. So. Magie. Zerstörung. Feuerblitz. So, Dedra geht zuerst rein. So, und dann warten wir mal. Hey! Ich treff nicht. Ich werde fertig. Ja. Vorsicht, Stufe. Sie kommt nicht weiter. Okay, wir haben nicht genug Magika. Warte. Mal ein bisschen Heilung reinpfeifen. Ja. Oh. Weg ist er. Ich zeige euch, wie man richtig kämpft.
zack. Oh, da hinten sind schon wieder welche. So. Und weiter geht's. Der ist weg. Zack. Jawohl. Gut gemacht, meine Kinder. Sehr schön. So, dann können wir erstmal hier ein bisschen durchlooten. Das gute Gold nehmen wir natürlich mit. Jawohl. So. Oh, hier, das können wir gleich essen. Dort mit können wir auch trinken. Auf den kleinen Erfolg hier. So, mal gucken. War hier oben noch jemand? Nein. Da ist ein Schalter. Den betätigen wir mal. Für die Brücke, ne? Ja. Flong. Gucken wir uns gleich an. So, und erstmal hier. Ein bisschen gucken. Aber ich glaube, so viel gibt es hier gar nicht zu gucken. Gut, dann gehen wir mal rein. Nordturm. Was? So. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Oh, Christa zeigt Gnade. Ihr gehört nicht zu ihnen. Bitte, ihr müsst mir helfen. Ja, was ist denn los? Es geht um meine Frau Fiola. Ich glaube, sie wird in diesem Turm gefangen gehalten. Okay, beruhigt euch. Sagt mir einfach, was passiert ist. Es tut mir leid, es ist nur... Ihr habt recht. Bitte, lasst mich erklären. Fiola, meine Frau... hat den Hof wegen einiger Besorgungen verlassen und kam nie zurück. Ich suche nun schon seit Monaten nach ihr. Ich habe das Gerücht gehört, dass diese Banditen für ihre Gefangenen Lösegeld fordern. Also dachte ich, sie ist vielleicht hier. Ich konnte mich an den Wachen vorbeischleichen und habe es bis hierher geschafft. Aber ich glaube nicht, dass ich noch weiterkomme. Okay. Ich bin kein Krieger. Bitte könnt ihr nach ihr suchen. Gut, mach ich. Hab Dank. Ich bin zwar nicht reich, aber ich kann euch für eure Mühen ein paar Münzen geben. Ja, ja, schon eine gut. Der Wachen hat diesen Schlüssel fallen lassen, während ich mich versteckt hatte. Ich wette, er wird euch noch sehr nützlich sein. Bitte, beeilt euch. Okay, da müssen wir die gute Fiola suchen. Seelensteine nehme ich mit. Tomaten, die werde ich essen. Zaubertrank, ja... Stiefel braucht man nicht. Hier ist eine Truhe. Gucken, ob wir die aufkriegen. Yes. Truhe geht auf. Und da ist 54 Gold drin. Perfekt. So, jetzt muss ich, glaube ich, die Quest mal eben erstmal aktiv machen, ne? Verschiedenes. Ja. Durchsuche Nebelwacht für Fiola. Jo, Banditen gesetzloser. Hey. Ja. Kurzer Prozess hier. So, ich bin mir nicht sicher, ob wir nach oben müssen, aber wir gehen mal gucken. Wenn wir schon mal hier sind, ne?
Guck mal, hier sind schon mal Zellen. Seelenstein, ja, auch sehr schön. Gift. Trankmischerbeutel, schön. Nehmen wir mit. Ausdauer nehmen wir auch mit. Perfekt. So, hier können wir wieder Alchemie machen, aber das machen wir jetzt natürlich nicht. Machen wir später. In Ruhe. Oh. Okay. Ein meisterhaftes Schloss. Das kann ja was werden. Warte mal. Ist da irgendwas? Das scheint auch nichts zu sein. Lassen wir erstmal. Guck mal, hier geht's nach oben. Nebelwacht, unterer Balkon. Okay, warte mal. Wir gehen erstmal wieder runter. Denn unsere Questmarkierung zeigt auch hier unten hin, ne? Oder? Bin mir gerade selber nicht sicher. Aber die Quest, die kenne ich auch nicht. Die ist für mich auch neu. Innenhof. Na gut, dann gehen wir auf den Innenhof gucken. Was? Okay. Gibt's hier noch einen Eingang, den ich noch nicht kenne? Das ist ja kurios. Und jetzt habe ich schon wieder zwei verschiedene Sachen aktiv, ne? So. Mal eben schauen. Ich glaube, ich muss tatsächlich mir den Weg durch den Eingang, wo wir eben drin waren, zu ihr durchbahnen. Weil einen anderen Eingang scheint es ja auch nicht zu geben. Zumindest habe ich keinen gesehen. Na gut, gehen wir wieder rein. Ist ja kein Problem. Zuhörer, es ist eine Ehre, vor euch zu stehen. So, da ist er. Ja gut, da bleibt ja jetzt aber auch nicht mehr viel übrig, ne? Die Wege haben wir soweit alle abgesucht. Okay. Aua, was war das denn jetzt? Eine Bärenfalle. Natürlich. Der Maddie läuft direkt rein. Ja, gut. Das scheint dir der einzige Weg zu sein. Was? So, jetzt sind wir hier. Okay, warte mal. Aha! Westturm. Hier ist eine Kiste. Die machen wir auf. Zack. Jo, gibt ein paar Tränke. So. Wie kann ich euch... Was? Ihr hättet nie herkommen sollen. Ihr könnt euch von mir herausfordern. Banditenmarodeur. Mal sehen, wozu ihr... Boah, das sind aber ganz schön viele. Uiuiuiui. So. Lass mal hier Magier voll machen. Bisschen Heilung. Oh, der ist weg. Sehr gut. Da kommen schon die nächsten wieder. Na. Feste drauf da. Die
sind aber sehr stark, muss ich mal sagen, ne? Es konnte nicht anders enden. Aber wir haben es hinbekommen. Das ist doch schon mal was so. Dann einmal durchsuchen. Zack. Die haben auch sehr viel Gold dabei. Das ist ja lustig. Knoblauch. Zuhörer, es ist eine Ehre, vor euch zu stehen. Ein Kaiserlicher. So, darf ich hier mal durch? Danke. Da liegt ein Zettel. Die Dame, die wir uns am Fluss geschnappt haben, erwies sich als kratzbürstig. Burbak dachte, er könnte ihr etwas Respekt einbläuen, aber anscheinend ist er zu grob vorgegangen. Es wird dem Boss nicht gefallen, wenn sie das erfährt. Okay. Das klingt ja nicht so gut. Karamellbonbon. Okay. Wir gehen weiter hoch. Okay, bis jetzt alles ruhig. Gut, dann müssen wir hier wahrscheinlich raus. Oberer Balkon, alles klar. Zuhörer, es ist eine Ehre, vor euch zu stehen. Ja, danke schön. So. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter, oder wie war das? Zuhörer, es ist eine Ehre, vor euch zu stehen. Oh ja, guck mal. Jede Menge Gold. Also, Schneebuckel, wer seid ihr und was macht ihr in meinem Turm? Zur Seite, Weib. Ich bin wegen Fiola hier. Fiola? Woher kennt ihr diesen Namen? Ihr Mann hat mich geschickt. Wo ist sie? Christa? Er ist hier? Ja. Wartet, ihr kennt ihn? Der Idiot ist mein Ehemann. Ich bin Fiola. Nein! War es früher einmal. Nein! Versteht ihr denn nicht? Ich habe den alten Sack verlassen, bin nach Himmelsrand heimgekehrt und habe dieses räuberische Lumpenpack gefunden. Hat nicht lange gedauert, bis ich den Haufen auf Trab gebracht hatte. Jetzt will jede arbeitslose Klinge von hier bis Windhelm bei mir anheuern, um auch ein Stück vom Kuchen abzukriegen. Ach was. Was für eine Geschichte. Und sie ist noch nicht zu Ende. Ich sterbe lieber, bevor ich zurückkehre. Gibt es eine Möglichkeit, euch auf friedlichem Wege zum Mitkommen zu bewegen? Nein, ich gehe nicht zu ihm zurück. Was soll ich Christa sagen? Ich weiß nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass der alte Sack mir so weit folgen würde. Werdet ihn einfach los. Aber bringt ihn nicht um. Ich hasse den Kerl nicht. Ich will lediglich, dass er auf seinen Bauernhof zurückkehrt und mich vergisst. Ach, du Heiliger. Das führt zu nichts. Ich sollte euch einfach töten. Ich werde versuchen, ihn zum Gehen zu bewegen. Hier, nehmt meinen Ehering. Nur Stun weiß, weshalb ich ihn so lange behalten habe. Er wird ihn wiedererkennen. Okay. Erzählt ihm irgendetwas, das ihn zur Abreise bewegt. Der Ring ist wertvoll. Behaltet ihn als Dank dafür, dass ihr mich von den letzten Fesseln eines unerwünschten Schicksals befreit habt. Ja. Okay. Kehrt zu Christa zurück. Ja, erstmal gucke ich mich um hier. Zaubertrank, jawohl. Hallgerds Geschichten. Okay. Wolfskönigin. Kennen wir schon. Okay. Gut, dann gehen wir wieder. So. Also den ganzen Weg zurück. Was?
Wobei mich das ja ein bisschen wundert, ne? Wir haben ihre ganze Mannschaft gekillt. Dass sie nicht gegen uns kämpfen will, ist schon ein bisschen verwunderlich. Ja, oder sie hat vielleicht auch Angst, kann auch sein. Weil sie weiß, dass keiner mehr da ist, der ihr helfen wird. Zuhören. Aber lustige Geschichte, auf jeden Fall. Kann man mal so machen. So, Nordturm, jetzt müssen wir gleich da sein. Zuhörer, es ist eine Ehre, vor euch zu stehen. Okay, einmal nach unten. So. Da ist er. Welche Neuigkeiten? Warum ist Fiola nicht bei euch? Sie ist tot, aber ich habe das hier gefunden. Das gab ich ihr an unserem Hochzeitstag. Oh Göttliche, steht mir bei. Es ist wahr, oder? Es tut mir leid. Behaltet den Ring. Ich kann diese Last in meinem Herzen nicht ertragen. Und ich muss meine Reise nun allein antreten. Okay. Danke, dass ihr... Danke. Zuhörer, okay. Es ist eine Ehre, vor euch zu stehen. Erstatte Fiola Bericht. Und wieder zurück. Wo ist sie jetzt? Da. Oh, ihr seid es. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr ganz alleine damit klarkommt. Seid ihr Christa losgeworden? Er wird euch nicht mehr belästigen. Wie habt... Nein, vergesst es. Ich will es gar nicht wissen. Ich bin den kleinen Mann los, das ist alles, was zählt. Ich stehe in eurer Schuld und ich werde sie begleichen. Wir werden uns eines Tages wiedersehen. Doch für heute lebt wohl. Okay. Und vielen Dank. Cool. Wir werden uns eines Tages wiedersehen. Naja, da bin ich ja mal gespannt. Gut. Da muss ich jetzt nur den Weg hier rausfinden. Ja, Quest ist beendet. Sehr schön. Ich bin zufrieden. Was? Dann würde ich sagen, machen wir hier nach diesem kleinen Erfolg, machen wir hier ein kleines Päuschen und sehen uns dann, wie immer, bald mit einer neuen Folge wieder. Meine lieben Himmelsrandfreunde, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen zauberhaften Tag und ganz viel Spaß beim Selberspielen. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie immer, tschö mit Ö.